Mit den natürlichen Zahlen A, B, C ist die Zahl 2 hoch A mal 4 hoch B mal 8 hoch C eine Quadratzahl, wenn eine dieser fünf Aussagen erfüllt ist. Frage, welche? Wir starten mit dieser Zahl 2 hoch A mal 4 hoch B mal 8 hoch C. Und da 4 2 hoch 2 ist und 8 2 hoch 3 ist, können wir dieses Produkt so umschreiben. Hier haben wir ein Quadrat, das ist 2 hoch b hoch 2. Hier sehen wir 2 hoch 2c plus 1c. Also können wir diese Potenz von 2 so schreiben. Hier haben wir auch ein Quadrat, denn das ist 2 hoch c hoch 2. Also setzen wir diese beiden Faktoren zusammen und diese beiden Faktoren zusammen und somit ergibt das 2 hoch a mal 2 hoch c, also 2 hoch a plus c. Und hier steht 2 hoch 2b mal 2 hoch 2c. Das ist 2 hoch 2b plus 2c. Und in dieser Summe können wir 2 ausklammern. So sehen wir hier eine Quadratzahl, denn das ist 2 hoch b plus c. Das Ganze hoch 2. Wenn a plus c gerade ist, dann ergibt das hier auch eine Quadratzahl. Wenn a plus c gerade ist, dann bedeutet das, dass wir a plus c schreiben können in diese Form zweimal eine natürliche Zahl. Und somit ergibt dieses gesamte Produkt diese Potenz von 2. Hier können wir jetzt eine 2 insgesamt ausklammern. Und somit können wir diese Potenz von 2 in diese Form schreiben und erkennen also, dieses Produkt ergibt eine Quadratzahl, wenn a plus c gerade ist. Also ist c die richtige Antwort. Die nächste Frage beantworten wir im nächsten Tutorial.